Und da wären wir wieder zurück bei Ryuga Gotoku Ishin. Mittlerweile schon zum 10. Mal jetzt hier in unserem Quartier auf dem Gelände der Shinsengumi beim Mibudera, der umfunktioniert wurde zum Hauptquartier der Shinsengumi. Hier hat Ryoma netterweise von Hishikata Toshizo dieses Quartier zur Verfügung gestellt bekommen. Sehr zur Unzufriedenheit, offensichtlich von anderen Shinsengumi-Mitgliedern. Da ich hier als Neuling direkt einquartiert werde, ist wohl nicht so üblich. Es ist mittlerweile Abend geworden, ich sollte langsam zum Tsubakiro gehen, meint Ryoma hier. Das ist nämlich jetzt unser Ziel dieses Mal. Hier sollen wir Hishikata Toshizo, also den Vizekommandanten der Shinsengumi, treffen. Der hat unsere Kämpfe beim letzten Mal mit angesehen, mit Nagakura Shinpachi, also gespielt von Saejima, und außerdem Okita Soji, gespielt von Majima. Sehr schön, wie hier wieder bekannte Gesichter mit neuen Rollen versehen wurden. Charakterlich allerdings relativ nah bisher angelehnt an ihre Pendants aus der Yakuza-Serie. Sehr ruhig ist es jetzt hier und es ist die Golden Hour, das gefällt mir sehr. Nahezu friedlich, untypisch für alles, was man von der Shinsengumi so kennt. Es gibt sogar einen schönen kleinen Garten hier. Und das zusammen mit der Lichtstimmung, das ist ja richtig nett, richtig hübsch. mal kurz ausharren, vielleicht kann ich das als Bild benutzen, wenn es nichts Besseres gibt im Laufe des Videos. Beim letzten Mal ist ja wirklich actionmäßig einiges vorgefallen. Hier haben wir gekämpft, erst gegen Nagakura bei unserer Aufnahmeprüfung und dann gegen Okita. Bin jetzt sehr gespannt, was Hishikata so im Schilde führt, denn es klingt schon ein bisschen geheimnisvoll. Ah, da ist Nagakura. Mal sehen, was der zu sagen hat. Hey. Du hast dich also mit unserem Vize Tsubakiro verabredet, richtig? Genau. Das Restaurant Tsubakiro ist in Gion, wenn du die Shijo-Straße ostwärts runtergehst. Ja. Gion haben wir letztes Mal ja schon gesehen, da war die Tür allerdings zu. Wie es aussieht, können wir doch in das berühmte Viertel beim Yasaka-Schrein gehen. Hier noch die Haupthalle vom Mibudera, allerdings verhangen. Okay, dann machen wir uns mal einfach auf den Weg, gehen in Richtung Gion und schauen mal, was uns auf dem Weg noch so in die Quere kommt. Vielleicht kann ich jetzt ja auch ein paar neue Gebäude begehen. Erstmal in die Richtung hier, da konnte ich beim letzten Mal nicht lang, weil sich ein Kind auf die Nase gelegt hatte. Ah, hier ist auch noch eine Art Schrein. Und hier sind Steine. Man kann das vielleicht erahnen, die sieht man auch relativ häufig. Das sind auch meistens Jizo. Die haben manchmal auch noch so ein Lätzchen um. Beim Kiyomizu, der da sieht man die zum Beispiel, aber die sieht man eigentlich überall so in die Steine gehauen. Also kann ich hier auch wieder beten. So langsam kommen wir an die 20 Gebete ran und hier skippt jedes Mal ja die Punkte. Sonst brauche ich da gerade nichts machen. Ja, sonst ist hier nichts mehr. Bis hierher sind wir beim letzten Mal auch schon gekommen. Hier ist diese kleine Raststätte. Oh, da reden noch welche. Hey, hast du es mitbekommen? Im Stadtzentrum gibt es eine Organisation, die dort im großen Stil Schusswaffen an den Mann bringt. Wie? Das Gerücht ist, dass ein Ausländer für diese Organisation die Verkäufe tätigt. Interessant, natürlich. Die Schusswaffen kommen immer aus dem Ausland. Was, echt? Das klingt aber nicht gut. Dieser Verkäufer soll aber ein echter Könner sein mit Schusswaffen. Oh, vielleicht ein neuer Meister. Wer sich heutzutage auf Schwertkampf einstellt, der lebt im falschen Zeitalter. Ein echter Könner? Ich sollte im Zentrum die Augen offen halten. Das werde ich natürlich. Dort scheint dann auch ein weiterer Dojo oder was Vergleichbares zu sein, wo ich meine Künste an der Schusswaffe dann weiter ausbauen kann.
Ah, Ryoma sagt zum dritten oder vierten Mal, dass wir jetzt hier Richtung Osten laufen müssen. Hervorragend, falls ich vergessen habe, wo es lang geht. Ui. Ah, der Shinto-Priester. Oh, Herr Samurai. Der Shinto-Priester. Und was machst du hier? Ah, hier in der Nähe ist mein Schrein. Dein Schrein? Ja, genau. Das hatte ich doch erzählt. Der Schrein in Fushimi, bei dem wir uns getroffen hatten, dort habe ich nur vorübergehend was zu erledigen gehabt. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel, dass du sowas gesagt hast. Von nun an bin ich jetzt aber wieder bei meinem üblichen Schrein, der da die Straße runter ist, zu finden. Schau gern mal vorbei. Ah, das ist der, wo ich beim letzten Mal gespeichert hatte. Okay. Gut, Herr Samurai. Ich habe gar nicht gefragt, wie ist eigentlich dein Name, wenn du ihn mir sagen magst? Ah, klar. Mein Name ist Saito. Ah, Saito, gut. Das habe ich. Bis demnächst mal. Mach's gut. Hat eine komische Art zu gehen. Ja, gehen wir später mal vorbei. Ich war jetzt ja kürzlich gerade bei seinem Schrein. Ich würde eigentlich lieber den Typen finden, der die älteren Herrschaften übers Ohr haut und sich als Gottheit ausgibt. Vielleicht auch nochmal ganz kurz auf die Karte schauen, ob ich den Laden finde. Beziehungsweise diesen Dojo mit den Schusswaffen. Ach ja, da konnte man Shogi spielen. Das hier sieht noch aus wie etwas, wo man was lernen kann. Ja, das sieht nach Schusswaffen aus. Da könnte ich also nochmal vorbeischauen. Hier gibt es Hühnerrennen oder sowas. Klingt auch interessant. Aber ich markiere mir einfach mal das und schaue da noch vorbei und dann geht's in Richtung Gion. Hier möchte einer kämpfen. Ach, wieder so einer mit einer Fuchsmaske, der mir gute Items droppt, wenn ich Glück habe. Jetzt darfst du fliegen. Einmal im Kreis. Und dann hat sich das gleich auch erledigt. Ach so, ich dachte eigentlich, ich mache jetzt so eine Sprungattacke. Es gibt so Goldstaub. Relativ selten, wie es aussieht. Sehr schön. Nochmal etwas Metall. Hier unten irgendwo müsste das sein. Ach, die wollen auch kämpfen. Schnell weiter. Gut, haben sie wohl die Verfolgung aufgegeben. Dann kann ich da hin... Nee, doch nicht. Ejanaika, Ejanaika. Ich wusste, dass wir denen wieder begegnen würden. Hab's mir zumindest gedacht. Dass es aber so schnell geschieht, hätte ich nicht erwartet. Ja. Da singen sie ihr Gesang. Schon wieder Ejanaika. Wenn das zu Schäden führen sollte, wäre das schlecht. Sollte ich mir ansehen. Substory 23. Yokunai Janaika, also das Gegenteil von Ejanaika. Sozusagen gar nicht gut oder das ist schlecht, Mann. Bevor ich jetzt aber wieder eine lange Substory mache, möchte ich mir doch den Schusswaffen-Dojo ansehen. Ich gucke nochmal ganz kurz auf der Karte. Ah ja, jetzt ist hier auch so eine Art Marker erschienen. Wahrscheinlich muss die Substory also gestartet worden sein, dann gibt es einen Hinweis, wo es weitergeht. Oder eine Erinnerung auf der Karte. Und hier müsste das mit den Schusswaffen jetzt sein. Allerdings ist gerade zu, also wahrscheinlich erst später. Dann mache ich mich doch zuerst an die Substory. Wow, die sind ja richtig im Delirium, hä? Was ist passiert? Ist alles okay? Entschuldige. Ich bin mit denen zusammengestoßen. Die haben mich einfach weggeschubst. Aua. Jetzt verletzen sie schon ältere Damen.
Das mit Ejanaika muss ein Ende haben. Ey, ihr da. Jetzt gibt's wieder ganz lange Animationen, bevor es weitergeht. Meinetwegen könnt ihr ja hier rumlernen. Aber hört bitte auf, anderen Schaden zuzufügen. Die alte Frau da drüben hat sich verletzt. Was soll das denn? Das hier ist Ejanaika. Wir haben hier einfach nur unseren Spaß. Genau wie es unser Brauch ist. Hat er damit recht? Und die machen wirklich nichts anderes als üblich. Wenn das so wäre, würde es bedeuten, dass die Bewegung sämtlichen Inhalt verloren hat. Also, wenn du uns hier eine Standpauke hältst, dann ist das mal so gar nicht in Ordnung. Ich lasse mich nur nicht von jedem idiotischen Brauch mitreißen. Das ist schon alles. Ui. Hey, ihr alle! Den machen wir platt! Das Übliche also. Wir haben hier doch nur unseren Spaß. Wir protestieren doch nur für Ethik im Videospieljournalismus. Oder so ähnlich. Haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und deswegen lasse ich mir jetzt auch nichts zu Schulden kommen, wenn ich hier ein bisschen aufräume. Oh, der eine hat eine Schusswaffe. Das ist auch gar nicht eh. Das ist eher schlecht. Deswegen wird er als allererster besiegt. Nice, lasst euch schon greifen. Es ist relativ schwierig, die Leute zu greifen zu bekommen, die ein Schwert in der Hand halten. Die können das irgendwie ganz gut umgehen, gegriffen zu werden. Ich würde ja auch gerne noch einen hier ins Wasser befördern. Leider ist mein Heat alle. Also mache ich erstmal mit dem Schwert weiter. Ah, das war der Angriff aus dem Lauf heraus. Sehr schön, dass man damit auch mehrere treffen kann. Das ist praktisch. Jetzt habe ich auch wieder Heat. Jetzt könnte ich nochmal die eine Attacke machen, bei der man erstmal den Gegner anvisiert. Genau, die hier. Nur damit ich nicht vergesse, was alles möglich ist. Ich finde es so schön, wenn man im letzten Moment es noch schafft zu blocken. Das fühlt sich sehr gut an. Hier ist auch noch eine Kiste, die man greifen kann. Das ist wahrscheinlich der ganz alte Angriff, wenn einer steht, dass man dem die über den Kopf zieht. Jo, ganz genau. Und da ist auch noch einer. Ach, das war ja der mit der Schusswaffe. Danke, dass du nicht geschossen hast. Oder ich habe mich verguckt und der hatte gar nichts in der Hand. Und sogar die bestmögliche Bewertung erhalten. Das freut mich sehr. Was habt ihr mir zu sagen? Warum zögert ihr noch? Warum bist du so stark? Willst du noch mehr? Nein, nein. Wir haben uns schlecht verhalten. Hier, nimm das als Entschuldigung an. Verzeih uns bitte. Ein gefärbtes Stück Stoff? Entschuldige. Na, ob die jetzt aufhören damit? Habe ich die wieder auf den rechten Weg zurückgeführt? Vielen Dank, Herr Samurai. Hier. Nicht der Rede wert. Diese Ejanaika-Bewegung ist echt problematisch geworden. Ja, da hast du recht. Aber grundsätzlich verstehe ich die ja schon. Was meint sie damit? Es ist momentan wirklich ziemlich chaotisch und die Zeiten sind ungewiss. Ach so. So eine ist das. Alle fühlen sich daher unsicher. Ich mich ja auch. Was soll nur aus unserem Land werden? Da habe ich nichts zu sagen. Naja, solange es Männer wie dich gibt, besteht vielleicht noch Hoffnung. Das ist zu viel des Lobes. Ja, aber sie hat schon recht. Solche Unruhen sind ein Beweis dafür, wie ausgesprochen unsicher sich die Öffentlichkeit im Moment fühlt. Denkt sich Ryoma. Sowas darf man nicht einfach so ausblenden. Und damit wäre Substory 23 erledigt. Ja, man
kann natürlich auch so extrem reagieren, wenn man sich unsicher fühlt, aber vielleicht sollte man lieber mit Besonnenheit und Überlegung reagieren auf Veränderungen und nicht durch Agitation wie diese komische Ajanaika-Bewegung, zumindest nicht so, wie sie hier dargestellt wird. Wie gesagt, es kann historisch auch durchaus anders sein, ich habe da nicht so viel Ahnung, was diese Bewegung angeht. Und der hier ist doch der von der Kanone, oder? Uiuiui, du? Du machst echt einen stattlichen Eindruck. Hä? Meinst du mich? Ja, genau. Du bist ziemlich stark, oder? Was meinst du? Hast du nicht vielleicht Lust, eine meiner Apparaturen auszuprobieren? Apparaturen? Und wovon redest du da? Ist das ein anderer? Ich spreche von diesem Anwesen hier hinter mir. Oh, das ist ja wirklich beeindruckend. Ich liebe Apparaturen aller Art. Und ich habe dieses Anwesen hier komplett umgebaut. Ich nenne es nun das Vogelscheuchenanwesen. Auf Japanisch Kakashi Yashiki. Willst du dich darin vielleicht erproben? Ich habe das Anwesen über 5 Jahre umgebaut, aber jeder, der sich dem bisher gestellt hat, hat sich bisher verletzt. Daher kommt mir jemand wie du, der so einen starken Eindruck macht, gerade recht. Verletzt? Was ist denn da so Gefährliches drin? Das findest du am besten selbst heraus. Hat eine gute Lache am Leibe. Ich denke, das wird auch eine lohnende Erfahrung für dich sein. Denn wenn du meine Herausforderung überstehst, habe ich sogar besondere Preise für dich auf Lager. Ach so, ist das also auch eine Art Dojo oder was soll das bedeuten oder so eine Art Challenge? Also, ich warte drinnen auf dich. Da er sich nicht mehr an mich zu erinnern scheint, denke ich, dass er vielleicht einfach ein Verwandter ist von dem mit der Kanone. Oder er hat ein schlechtes Gedächtnis. Ich gucke das auf jeden Fall an, aber falls es länger dauert, schaue ich davor nochmal, was der Typ hier vorne zu sagen hat, denn der sieht auch so aus, als hätte er was auf dem Herzen. Ganz genau. Hey, du da, Herr Samurai. Hm? Was? Meinst du mich? Substory 26, der schwertbegeisterte Mann? Ja, ganz genau. Ich würde dich gerne um etwas bitten. Dürfte ich mir vielleicht dein Schwert ansehen? Was? Mein Schwert? Warum das denn? Bitte, ich flehe dich an. Ich muss unbedingt dein Schwert ansehen. Warum lässt er nicht locker? Was für ein Typ ist das nur? Ist er womöglich ein Schwerträuber? Immer gleich das Schlimmste annehmen? Sieht so aus, als ob er ihm das Schwert auf jeden Fall entwenden könnte. Aber er sieht nicht so aus. Vielleicht ist er ja ein berühmter Schmied oder Reparateur. Eventuell hat er was an meinem Schwert gesehen, das ihn besorgt. Und das ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, Ryoma? Gut, geht klar. Hier, sieh es dir an. Toll, danke. Vielen Dank. Wow, das ist wirklich ein sehr gutes Schwert. Dieser Schliff, diese glatte Oberfläche, das ist ja ganz außerordentlich. Meinst du? Aber sag mal, was stimmt denn jetzt nicht mit meinem Schwert? Was nicht stimmt? Nein, das ist ein außergewöhnliches Prachtschwert. Doch, bitte, sag's mir gerade heraus. Mein Leben hängt ab von diesem Schwert. Wenn damit was nicht in Ordnung ist, dann muss ich es reparieren lassen. Also, wenn du mich so fragst, also so gut kenne ich mich auch nicht aus mit Schwertern. Was? Du kennst dich gar nicht aus? Dann, warum wolltest du mein Schwert denn dann sehen? Hattest du gar kein Problem daran ausgemacht? Nein, das ist mein Hobby. Mein Hobby. Ach so. Und tschüss. Ey, Moment mal! Wie? Was wäre denn noch? Wenn es okay wäre, könntest du mir vielleicht noch andere Schwerter zeigen? Das ist schon das zweite, der Schwerter sehen möchte hier. Schwerter zeigen? Ja, mein Hobby ist es, Schwerter zu sammeln. Und die Schwerter von Kriegern sind die Crème de la Crème. Die funkeln so großartig. Schwerter sind beseelte Dinge für mich. Jemand wie du, der hat sicherlich eine außergewöhnliche Kollektion.
Ein Schwert-Otaku. Zum Beispiel das Kurogane Maru. Das würde ich so gern mal sehen. Ich will es gar nicht behalten, sondern einfach nur mal anschauen. Naja, du wirkst auf mich nicht unbedingt wie ein schlechter Kerl, aber... Natürlich gebe ich dir auch was im Gegenzug dafür. Wenn du mir viele Schwerter zeigst, dann kann ich dir auch dafür eines der Schwerter aus meiner Sammlung geben. Das würdest du tun, nur damit du mein Schwert zu sehen bekommst? Okay, gut. Das klingt für mich jetzt nur nach Vorteilen. Wenn ich dieses Kurogane Maru bekommen sollte, dann zeige ich es dir gern. Was, echt? Ich kann es gar nicht erwarten. Also, noch ein neuer Bekannter, der Schwert-Otaku. Wir sind jetzt bei gut 20 Minuten. Ich denke, wir schaffen einen kurzen Abstecher in das Vogelscheuchenanwesen hier und dann geht's nach Gion, wo wir weitermachen mit der Story. Hoffentlich. Eieiei, der hat ja wirklich umgebaut. Oh ho ho, nicht habe ich erwartet. Willst du die Herausforderung annehmen? Die Belohnung für jede Herausforderung gibt es nur einmal. Aber jedes zweite Mal, dass du dich stellst, erhältst du einen Vogelscheuchen-Netsuke. Also so ein geschnitztes Ding. Soll ich das machen? Ja. Da können wir uns angucken, wie es funktioniert oder einfach teilnehmen. Ich nehme einfach teil. Und dann geht's los. Er führt mich rein. Und jetzt haben wir hier eine Übersicht. Nach Schwierigkeitsgrad aufgeteilt mit L1 und R1 und dann gibt es verschiedene Challenges. Ja, das sind wirklich, wie es aussieht, Challenges. Das ist Freestyle, dann gab es auch was mit Schwert und mit waffenlosen Kampf. Also sind es verschiedene Kampf-Challenges, denke ich mal. Da sind Vogelscheuchen mit dem bekannten japanischen Vogelscheuchen-Gesicht. Das ist ganz lustig, weil die aus Kana-Buchstaben gemalt sind, die Gesichter. Das sieht man relativ oft. Okay, und der Preis ist diese Medizin. Dafür kommt normale Medizin weg und wir können gleich weitermachen mit dem nächsten. Haben ja 3 Sterne bekommen, besser geht's nicht. Es ist zeitbegrenzt, ich habe 20 Sekunden Zeit. Ah, die ist etwas strapazierfähiger hier. Kann ich vielleicht irgendeinen stärkeren Schlag machen? Oh oh, das wird knapp. Jetzt komm schon. Ah, Mist, da sind noch mehr. Gut, das war nicht so golden. Gibt nur 1 Stern. Und keinen Preis, das probiere ich nochmal. Ich schätze mal, wenn man hier nicht weiterkommt, muss man einfach ein bisschen aufleveln. Und dann kann man die Herausforderung schaffen. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt was leveln kann im waffenlosen Kampf. Was sich lohnt im Laufen Dreieck. Da bin ich wohl nicht schnell genug gelaufen. Wie geht denn das? So, ah, okay. Man muss schon ordentlich Anlauf haben. Gehe ich erstmal da lang. Ich kann danach die verstärkte Vogelscheuche umhauen, wenn noch Zeit ist. Na, komm schon. Ach, wenn es dafür auch so 3 Sterne gibt, dann ist wohl auch ein bisschen Taktik gefragt. Ich krieg wieder so eine Medizin, dafür kommt wieder die andere Medizin weg. Und es geht weiter mit Challenge Nummer 3. Das ist ja relativ flott, das macht Spaß. Oh, jetzt bewegen sie sich. Na, kommt schon. Kommt zu mir. Und es gibt Style-Punkte. Ich stelle mich einfach hier hin und warte, bis sie vorbeikommen. Was noch die beiden? Ach, hier massig Zeit, noch 10 Sekunden. Vor allem, wenn sie mir alle entgegenkommen. Und die goldene. Super. Es gibt immer den gleichen Preis. Habe ich überhaupt noch Medizin, die ich wegtun könnte? Ah, der Teller ist auch in Ordnung. Ich kann ja bei dem Pfandleihhaus sowieso alles verkaufen. Auch was ich auf Lager habe und gar nicht dabei gerade.
Jetzt das nächste wäre mit Schwert. Boah, es gibt ja viele. 10 Stück insgesamt. Machen wir noch einen mit Schwert. Einfach mal zum Gucken, aber ich werde jetzt nicht alle von diesen Challenges hier durchprobieren, denn wir möchten noch Story sehen. Oh, der hat auch ein Schwert. Gefährlich. Warum habe ich so viel Zeit? 30 Sekunden dafür. Die Zeit scheint aber nicht sich auf den Score auszuwirken. Naja, interessant. Jetzt werde ich automatisch rausgekickt. Wirklich großartig. Du erscheinst mir sehr strapazierfähig. Ich lasse dich auch auf die schwierigeren Herausforderungen los. Wenn du nicht weiterkommen solltest, musst du eventuell an deiner Ausrüstung oder an deinen Fähigkeiten was ändern. Na, so wie ich es mir gedacht habe. Ah, und genau. Mein Bruder Shinbei ist am Fluss in der Mukurogai. Wenn es dich interessiert, dann schau auch mal bei ihm vorbei. Habe ich schon gemacht. Bis zu deinem nächsten Besuch dann. Okay, mache ich alles bei Gelegenheit. Wahrscheinlich bekommt man am Ende irgendein cooles Item, wenn man das weiterführt. Aber das ist ja auch immer relativ zeitaufwendig alles. Den lasse ich mal hier kurz stehen. Das sieht sowieso aus wie irgend so ein Glücksspiel-Ding. Da über die Brücke komme ich nicht nach hier und ich muss die Parallelbrücke nehmen. Also hier oben lang. Mal gucken. Ja, nee, an dem komme ich nicht vorbei. Schade, dass ich nicht den Move habe zum Geldwerfen aus Yakuza Zero. Aber den gab es dort ja auch erst so gefühlt nach 30 Stunden. Es öffnet sich ja auch immer so ungefähr zu diesem Zeitpunkt so ein übliches Yakuza-Spiel. Bei Zero bin ich relativ lange in Kapitel 2 oder 3 verweilt und habe sehr viele Substories gemacht. Ich möchte das hier nicht ganz so lange treiben. Ich denke, es gibt wieder sehr viel zu erledigen, was nebenbei gemacht werden kann, aber ich habe keine Zeit, das im Rahmen der Videos wirklich komplett durchzuspielen. Ich möchte die ganze Story sehen und einen gesunden Teil der Substories, aber auf gar keinen Fall, so wie bei Zero alle Java Club Games machen oder so, weil das würde einfach den Rahmen sprengen und die Zeit, die ich zur Verfügung habe, leider. Komme ich hier nicht hoch? Nee, hier komme ich leider nicht hoch. Okay. Hier steht so ein transportables Geschäft. Wäre auch schön, wenn man damit ein Minispiel hätte, dass man einfach mit so einem Kaufmannsladen rumläuft und Dinge verkauft. Da unten ist die alte Frau nicht zu sehen. Was macht er hier? Ah, er versucht was zu verkaufen und sagt, es gibt viele Fälschungen im Umlauf. Lasst euch nicht verarschen. Aber er ist nicht der falsche Ebisu. Ich weiß immer noch nicht, wo ich den finden kann. Aber mit Sicherheit werde ich dem irgendwann über den Weg laufen. Jetzt geht's erstmal nach Gion. In Gion hat, glaube ich, auch ein Teil von Kensan gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dort hat man gestartet. Hundertprozentig bin ich mir da gar nicht mehr sicher. Es sind ja auch schon fast 10 Jahre her, dass das Spiel herausgekommen ist und dass ich das gespielt habe. Das ist nicht der Yasaka-Schrein, sondern da steht drauf Kamogawa Jinja. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Hier noch ein Blatt Papier, das brauche ich nicht. Und hier gibt es die typischen Häuser, für die Gion berühmt ist, diese typische Machia-Architektur. Ist in echt sogar noch ein bisschen beeindruckender als das hier, finde ich. Was hat er hier zu sagen?
Mein Herr, du hast gerade die einzigartige Chance, unsere beste Kurtisane zu treffen. Sie heißt Anna und ist von unvergleichlicher Schönheit. Ich denke, du wirst sehr zufrieden sein. Komm also auf jeden Fall herein zu uns ins Yamabuki. Na, vielleicht ein andermal. Das klingt ein bisschen fadenscheinig. Erstmal sehen, was hier noch so ist. Außerdem habe ich eine Verabredung mit Hijikatotoshi so. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Ein gefährlicher Mann. Den lässt man besser nicht warten. Das wäre hier. Da steht es schon dran, Tsubakiro. Nochmal die übliche Frage, ob ich rein soll oder noch warten. Das heißt, da wird die Story auf jeden Fall einen entscheidenden Schritt weitergeführt werden. Schön, dass du hier bist, Saito. Ah, dieses Licht ist cool. Danke für die Einladung. Aber es ist gar kein Platz für mich vorbereitet. Keine Sorge. Im anderen Raum wurden die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Hier wird der Boden auch gleich mit Blut beschmutzt werden. Du hegst Interesse am Tenden-Dishin-Stil. Ja, aber das ist reine Neugier. Nichts, weshalb du dich sorgen müsstest. Der Tenden-Dishin-Stil wird ausschließlich im Shiekan-Dojo in Edo gelehrt. Er ist anders als die alten Stile wie Hokushin-Itto oder Shindo-Munen. Wenige haben überhaupt von ihm gehört. Gibt es noch einen Kampf? Wer ist das denn? Was soll das hier? Dieser Mann ist genau wie Okita und Nagakura im Tenden-Dishin-Stil bestens ausgebildet. Und mit ihm sollst du jetzt bis auf den Tod kämpfen. Was? Das Hauptwerk der Shinsengumi ist das Töten. Wer bei der Ausübung seiner Pflicht zögert oder Gefühle zeigt, wird von unseren Gegnern getötet werden. Worum ich mich sorge, ist deine Barmherzigkeit. Deshalb will ich sehen, wie du dich in einem Kampf auf Leben und Tod bewährst. Nur aus diesem Grund willst du, dass hier jemand stirbt? Ja, nur aus diesem Grund. So essentiell ist das, um in die Shinsengumi aufgenommen zu werden. Ganz schön hardcore. Aber das wird cool in dem Licht. Saito, dieser Mann wird nicht zögern, dir das Leben zu nehmen. Kämpfe du daher auch mit dieser Hingabe. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Das stimmt. Es geht so lange, bis nur noch einer von euch steht. Also. Beginnt. Der Kampf gegen den Mann in Weiß also. Was wird hier gespielt? Ich habe mir meine Hitmoves mitgenommen. Pass bloß auf, Mann in Weiß. Es tut mir leid. Ich hoffe einfach, dass du ein böser Mensch bist. Er sieht zumindest relativ streng aus. Ui. Und er schwingt auch ein flinkes Schwert. Oh. Voll reingefallen. Wenn er so aussieht, als wollte er mich umarmen, sollte ich dieses Angebot also besser nicht annehmen. So von der Statur könnte er sogar der Maskierte sein, das wäre aber natürlich viel zu einfach.
Ich frage mich auch, ob die so ein bisschen mit den Erwartungen des Spielers hier spielen. Natürlich, Hijikata Toshizo wird von dem Bösewicht gespielt aus Yakuza 3. Da erwartet man natürlich jetzt auch, dass er böse ist. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier was leveln kann im Schwertkampf. Stärkere Angriffe und so weiter. Das könnte ich auf jeden Fall für den Kampf mitnehmen. Nee, also man geht dadurch natürlich mit der Erwartung an die Sache ran, dass er uns vielleicht verraten wird. Aber vielleicht sollen wir ja gerade auf diesem Wege auf eine falsche Fährte gelockt werden. Hijikata Toshizo ist auch ansonsten ein sehr populäres Mitglied der Shinsengumi. Mindestens so populär wie Kondo Isami. Diese ganze Geschichte um die Shinsengumi wurde ja sehr oft populärkulturmäßig verarbeitet und auch schon in einer der ersten und berühmtesten Verwurstungen des Stoffes. Aus den 1960ern wurde Hijikata Toshizo... Ui, nichts da. Ah, Mist. Ich dachte, vielleicht mit einem starken Schlag kann ich das parieren. In seiner Wichtigkeit sehr hervorgehoben und Kondo Isami eher weniger zentral dargestellt, was dann eben seinen hohen Bekanntheitsgrad zur Folge hat. Genauso verhält es sich übrigens auch mit Okita Soji. Aber mal zurück zum Kampf. Ich finde diesen Tennen-Rishin-Stil ziemlich cool von den Bewegungsabfolgen. Ich möchte mal versuchen, mit dem Langschwert gegen den vorzugehen, aber das muss ich erstmal ausrüsten, das habe ich gar nicht mehr drin. Ah, das liegt übrigens daran, dass ich aus Versehen einmal nicht gespeichert hatte nach dem Kapitel mit Akechi und dann nochmal diesen Teil nachspielen musste. Deswegen hatte ich das nicht mehr ausgerüstet. Uah, verdammt. Das möchte ich auch können, so mit ausgebreiteten Armen auf die Gegner losgehen. Nein! Lass mich in Ruhe. Verdammt, es ist einfach nicht möglich. Auch nicht mit der Attacke aus dem Lauf heraus. Der fängt das alles ab. Da muss ich mich lieber nochmal heilen. Mit den Keksen. Aber was für ein cooles Setting für diesen Kampf. Nein, lass mich! Ach! Mist, ich hatte schon angefangen anzugreifen und konnte nicht mehr weg. Aber wir wollen dem guten Mann in Weiß ja auch eine Chance lassen. Ach Mist, jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Uiuiui. Ich will das jetzt aber so schaffen, ohne nochmal heilen zu müssen. So. Nice. So, Mann in Weiß. Jetzt ist Schluss. Schade. Fast. Nochmal. Ja. Cool. In die ausgebreiteten Arme. Doch noch eine Attacke reinbekommen. Einigermaßen in Ordnung. Zu Ende gebracht, den Kampf. Und ich glaube, im bester Serienmanier werden wir ihn jetzt hoffentlich nicht umbringen. Ja, und Yoma ist da ganz wie Kiryu. Der Sieg ist meiner. Es ist deutlich, dass er jetzt tot wäre. Was tust du da? Ich hatte es doch gesagt, oder? Es ist erst vorbei, wenn einer von euch tot ist. Ja, aber... Bitte sorge dich nicht. Dieser Mann hätte so oder so seinen Tod hier gefunden. Er hat versucht, der Organisation den Rücken zu kehren. Unser Gesetz verlangt, dass darauf der Tod steht. Wie?
Und ich dachte, besser als ihn direkt zu töten, könnte er dich doch davor noch auf die Probe stellen. Er beherrscht ja auch den Tennen-Dishin-Stil. Wer war er? Der Kapitän des dritten Korps, Yamanami Keisuke. Er war mein Freund, seit unserer Zeit im Shiekan. Ich hatte ihm gesagt, dass er am Leben bleiben dürfe, wenn er dich besiegen sollte. Deshalb hast du um dein Leben gekämpft und hast ihn besiegt. Warum solltest du mich so sehr prüfen? Naja, ehrlich gesagt gibt es eine Aufgabe, die ich dich gerne übernehmen lassen würde. Was meinst du damit? Die Lücke zu füllen, die Yamanami hier hinterlassen hat, dass du der Kapitän des dritten Korps wirst. Was, ich? Ein Kapitän? Aber unterhalten wir uns doch nicht hier im Stehen. Gehen wir zu unseren Plätzen und sprechen etwas über die Zukunft der Shinsengumi, ja? Saito. Okay, und damit ist schon wieder ein Kapitel vorbei. Das ging jetzt schneller, als ich es erwartet hätte. Ich bin etwas überrascht, dass Yamanami Keisuke das gewesen sein soll, denn ich dachte, der sei erst etwas später gestorben. Der ist wirklich, glaube ich, abtrünnig geworden und irgendwann, glaube ich, 1865 dann desertiert und geflohen. Dann hat Kondo Isami Okita Soji ihm nachgeschickt und ihn fassen lassen. Und letztendlich hat er, zumindest der Überlieferung nach, dann Seppuku begangen, wenn ich mich richtig erinnere. Hier also ein bisschen anders dargestellt. Hier hat er seinen letzten Kampf gegen Sakamoto Ryoma bestritten und wurde dann von Hijikata Toshizo ermordet. Interessant. Es ist doch ein Spaß, wie sich das immer so unterscheidet. Aber halten wir fest, dass Ryoma jetzt nun Mitglied der Shinsengumi geworden ist und sogar sozusagen als Kashira, als Kapitän des dritten Korps. Da freue ich mich zu sehen, wie es dann beim nächsten Mal so weitergeht für ihn als Saito Hajime bei der Shinsengumi. Mit Sicherheit hat er dann ja auch einige Pflichten, wenn er sich um eine ganze Soldatentruppe kümmern muss. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder ein Minigame, nicht Kyaba Club, sondern Shinsengumi-Truppe oder so. Wir werden sehen beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Ryuga Gotoku Ishin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.